So, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, vielleicht fällt es euch gerade auf. Ich bin ein bisschen erkältet, aber trotzdem wollte ich mir das nicht nehmen lassen, hier das Let's Play oder die Let's Plays allgemein weiterzuführen. Und falls euch noch was auffällt, ja, ich habe das Texturenpack wieder ein bisschen geändert, da mir dieses Holz, diese Textur vom Holz ein wenig besser gefällt. Und ich glaube auch das ganze andere im Allgemeinen ist ein bisschen, ja, farbenfroher. Und das andere war ja auch ein Herbst-Texture-Pack. Das ist ja ein ganz normales, was man eigentlich immer verwenden kann. Und von daher hatte ich mir gedacht, nehmen wir das einfach mal wieder. Denn das gefällt mir irgendwie im Allgemeinen viel besser. Und wenn es jetzt gerade anfängt zu regnen, legen wir uns am besten gleich erst einmal hin. Ich glaube, das ist. Legst du dich wohin? Hoffentlich kommt jetzt kein Monster. Nein, alles wunderbar. Aber es regnet noch. Ih, so ein ekliges Wetter. Wieder rein. Ah, es hat aufgehört. Ich habe nur gesagt, so ein ekliges Wetter und es hört auf. Na, das ist doch schön. So, hier drinnen gibt es ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte das Ganze ja noch aus Holz hier unten machen. Sprich, den Boden noch ein bisschen aus Holz. Und ein paar Fenster könnten hier natürlich auch noch rein. Es ist ja noch ziemlich dunkel hier drin. Das wollen wir auf jeden Fall alles noch ändern. Ich schau mal kurz in die Kiste hinein. Wir haben genug Sand. Na gut, das wäre jetzt für 32 mal Glas. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen wenig. Bin mal kurz am gucken. Ja, Holz haben wir wie gesagt auch nur noch ein bisschen. Mit Wahrscheinlichkeit müssten wir erstmal ein bisschen Holz angehen. Wo habe ich denn hier eine gute Axt, um ein bisschen Holz zu sammeln? Hier haben wir noch eine kleine Steinaxt. Hier haben wir noch eine Steinaxt, aber die ist auch fast verbraucht. Wir hätten hier noch Eisen im Angebot. Brauchen wir nur noch ein bisschen. Wo sind denn? Haben wir hier keine Holzstöcker mehr? Ach, das ist ja blöde. Gut. Dann machen wir das einmal kurz so. Gehen mal kurz hier in unsere Werkbank. Eichenholzbretter, dann machen wir das nämlich ganz erstmal so, 32 Stück. Machen uns noch eine schöne Eisenaxt. Und dann macht das Holzhacken doch gleich viel mehr Spaß. Geht das alles nämlich ziemlich schnell, würde ich eigentlich sagen. Aber da ich nicht meinen eigenen Wald unbedingt abholzen will, werde ich mich gleich ein bisschen weiter weg hier bewegen. Ach, und unser kleines Erdhaus steht hier auch noch. Was ist denn da eigentlich noch drin? Nichts. Schon komplett leergeräumt. Gut, können wir aber, glaube ich, erst einmal stehen lassen. Was macht die denn hier? Wie hat die sich denn hierher verirrt? Na, dich kriege ich doch weg. So, und da meine Frames mal wieder gerade ein bisschen am Rumspacken sind, werde ich mal kurz gucken, dass ich meine Sichtweite ein bisschen runterschraube. Jetzt habe ich zwar die Sichtweite gering. Ich könnte es natürlich auch ein klein Tickchen wieder zurückmachen. Gering, winzig, weit, normal. Ich glaube, bei der normalen Sichtweite reicht das, glaube ich, völlig aus. Oder muss ich jetzt doch wieder zurück? Anscheinend soll ich jetzt unbedingt auf gering. Dann gehen wir mal auf gering. Dann wirkt das Ganze zwar ziemlich diesig, aber was sollen wir machen? Sonst kommen wir ja hier nicht voran. So, ich bin mal kurz überlegen. Wir wollten ja nicht unbedingt zu unserem Wald direkt. Wir hätten auch dort hinten hingehen können. Ich glaube, da wäre ja auch ein schöner Wald gewesen. Aber egal, nun sind wir hier. Das reicht uns auch völlig aus. Oh, da ist der Baum schon wieder weg. Können wir ja auch gleich gegebenenfalls wieder ziemlich neu oder ziemlich viel nachpflanzen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar
Saplings, ein paar Samen, um die Bäume wieder einpflanzen zu können. Wir werden mal ein paar Blätter hier mit wegmachen. Manchmal fallen da ja immer noch ein paar raus, so dass wir. Aber meistens würden sie dann auch später noch zur Not rauskommen. Hier liegen hier bestimmt ganz viele auf dem Boden rum. Denn wenn wir dann die ganzen. Da seht ihr, da haben wir doch schon zwei. Das ist doch gut. Die können wir nämlich dann gleich wieder neu einpflanzen. So verlieren wir nämlich eigentlich nichts an Bäumen, sondern kriegen meist nur noch mehr. Das ist nämlich das Ganze Gute daran. So, wo haben wir denn hier noch ein paar schöne Bäumchen? Ein bisschen Holz brauche ich ja noch, damit ich wenigstens meinen Boden noch fertig kriege. Dann können wir nämlich auch noch ein bisschen Glas machen. Oh, hier ist überall Wasser. Also wir haben hier wirklich alles in der Nähe, was man eigentlich braucht. Wasser können wir ja später vielleicht ja auch noch gebrauchen, das weiß man ja gar nicht. Oh, da kam eben noch ein Apfel rausgesprungen. Brauchen wir aber gar nicht essen. Ich wollte gerade einen schönen Apfel essen. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir haben bis jetzt noch gar keinen Hunger. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gerade Lust gehabt auf einen kleinen Apfel. Aber na gut, was soll's. Ich möchte meinen Wald nicht ganz abholzen. Dann gehen wir mal ein Stückchen dort hinten rüber. Da war ja, glaube ich, irgendwo noch der andere Wald. Der müsste sich gleich langsam irgendwo dort aufbauen. Genau. Wir sind in der richtigen Richtung. Das sehe ich auf jeden Fall schon mal. Mal schauen, wo wir hier noch ein paar. Hier sind doch genug Bäume für uns. Nehmen wir doch noch mal ein paar mit. Ach, da oben ist ja auch noch so viel Holz. Mensch, haben wir wieder Glück. Kommen wir da oben auch noch ran? Nee, kommen wir nicht ran. Schade. Siehst du, dort hinten haben wir hier auch noch ein paar Samen, die noch am Wachsen sind. Das ist gut. Dann wachsen hier nämlich gegebenenfalls auch noch Bäume nach. Dann haben wir eigentlich keinen großen Mangel an Holz. So, wir haben genau 64. Das müsste erst einmal reichen. Dann gehen wir mal kurz zurück. Können uns das Ganze ja auch schon hier fertig machen. Machen wir es mich einmal so. Und dann haben wir nämlich dreimal drei Stacks. Ja, insgesamt vier Stacks Holz. Ich glaube, das müsste reichen, um erstmal unseren Boden fertig zu machen. Dann schaue ich gleich erstmal nach, ob wir noch eine Schaufel haben. Wir wollen ja nicht das Gras irgendwie mit unserer eigenen Hand hier wegmachen. Das wollen wir schön wegschaufeln. Und ich glaube, dann müsste das auch schon in Ordnung sein. Aber hier so einen schönen Wald zu haben, finde ich eigentlich ganz angenehm. Deshalb will ich den nämlich gar nicht unbedingt wegholzen. Finde ich nämlich eigentlich ganz schick. Was ist das denn hier drin? Ach du Schande. Ach Mensch, nein. Was geht denn hier ab? Ach du Schande. Na, durch dich kriege ich auch noch. Ah, das war aber knapp. Komischerweise spawnen die immer hier drin, wenn ich nicht da bin, ihr kleinen frechen Biester. Kriege ich den nicht auch noch irgendwie aufgesammelt? Eigentlich doch schon. Mal kurz ein bisschen. Achso, da ist der Apfel. Ein bisschen Erde mitnehmen. Können wir anscheinend nicht aufsammeln. Schade. Manchmal kann man die Pfeile ja auch noch so ein bisschen aufsammeln. Diesmal anscheinend wollen sie nicht. Na gut, denn nicht. Ah,
Das war ja eben ein Schock des Lebens. Ja, die verschwinden schon, die Pfeile. Gut. Dann schauen wir mal kurz nach einer Schaufel. Haben wir auch nur die Steinschaufel. Dort haben wir aber auch noch eine fertige Steinschaufel. Ich glaube, das würde erstmal reichen. Fangen wir nämlich erstmal an, das Ganze hier wegzuschaufeln. Wir können natürlich auch später, was ich mir wahrscheinlich auch so überlegt habe, noch eine zweite Etage machen, wo ich dann im Endeffekt mein Bett und sowas aufstelle, damit wir von da oben eine kleine Aussicht haben, sozusagen. Von hier unten hat man ja nicht unbedingt die beste Aussicht. Das werde ich dann noch so machen, dass wir von oben am besten runtergucken können. Ich glaube, das wäre ganz schick. Und das werde ich auch so machen. Das habe ich mir jetzt mal eben so spontan überlegt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, es könnte sein, dass es gerade dunkel wird. Oder täusche ich mich da? Ich glaube, das wird gerade dunkel. Dann gehen wir nämlich erst einmal schlafen. Oder wo haben wir die schöne Sonne? Finden wir hier die Sonne nicht? Wo ist die Sonne hin? Na gut, dann müsste sie wahrscheinlich. Oder dann geht sie wahrscheinlich dort hinten unter. Oh, da haben wir unsere Schaufel weggeworfen. So. Dann wollen wir das Ganze mal weiter mit wegschaufeln hier. Ja, es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich guck mal kurz nach einer weiteren Fackel. Haben wir hier noch welche drin? Eieieiei, wir haben gar keine Fackeln mehr. Wieso haben wir keine Fackeln mehr? Doch, da haben wir noch 18 Fackeln. Ich wollte schon sagen, wieso haben wir keine Fackeln mehr? So, das Ganze muss hier noch ausgeleuchtet werden. Es ist hier einfach zu dunkel so. Und dann noch eine kleine Fackel dort hinten hin. Ja, und dann haben wir das nicht mehr ganz so dunkel hier drin. Das machen wir ja später wieder weg, die Fackeln. Weil ich ja später vorhabe, hier richtige Fenster rein zu machen, aber solange das noch nicht so weit ist, machen wir das Ganze noch mit Fackeln, weil sonst spawnen hier mal diese ganzen Viecher hier drin, so wie wir das ja eben hatten. Das war ja sehr schlimm. Die hätten uns ja beinahe hier klein gelegt, vor allen Dingen, weil meine Framerate da mal wieder gerade in dem Moment natürlich abgeschmiert ist, wo diese ganzen Skelette und Zombies auf mich zugekommen sind. Das hätte natürlich auch schief gehen können, aber da wir hier schon in dem Bett geschlafen haben, wären wir dann sowieso automatisch wieder in unserem eigenen Bett oder an unserem Bett gespawnt. Also hätten wir die Sachen auch theoretisch sofort wieder gehabt. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ich bin ja schon auf Level 18. Das will ich nicht unbedingt verlieren. So, ich würde sagen, den ersten Teil können wir schon beginnen, das Ganze mit Holz auszufüllen. Habe ich sogar noch in meinem Inventar. Dann machen wir das nämlich erstmal so. Eichenholzbretter, und dann füllen wir das nämlich hier schon mal langsam aus. Ich gehe mal am besten oben rauf. Dann geht das Ganze nämlich viel schneller. So machen wir das mal. Oh, da haben wir schon uns verbaut. So, das machen wir mal kurz wieder weg. Dupdi-dupdi-du. Ich habe es heute schon wieder viel zu eilig. Man sieht es mir. Ich verbaue mich hier schon wieder wie ein Verrückter. Richtig zielen kann ich heute jedenfalls nicht. So, jetzt haben wir hier schon wieder nur noch 9 Stück. Dann können wir uns schon gleich den nächsten Stapel vornehmen. Wir haben ja noch genug. Ich drücke auch immer aus Versehen den Knopf, wo man die Sachen wegwirft, anstatt ich sie setze. Ich setze sie ja nicht mit der rechten Maustaste. Vorgegeben ist ja eigentlich, dass man Blöcke mit der rechten Maustaste setzt und mit der linken Maustaste in dem Sinne kämpft. Aber ich habe mir die Taste umgestellt. Das heißt, ich setze meine Blöcke mit V und nicht mit der rechten Maustaste. Ist für mich nämlich angenehmer,
Da wenn ich jetzt die ganze Zeit die rechte Maustaste drücken müsste, das macht dann die ganze Zeit klick, 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 klick. Das will ich gar nicht unbedingt. Das würde mir nämlich, glaube ich, nach kürzester Zeit ziemlich auf die Nerven gehen. Deswegen habe ich mir die Taste